Ja, ist der sechste Bombenfund dieses Jahr in Duisburg. Und wieder mal haben die Absperrmaßnahmen gut funktioniert. Die Evakuierung des Krankenhauses hier gegenüber hat besser geklappt als erhofft. Und dementsprechend konnten wir sehr pünktlich anfangen und waren auch schnell fertig. Was war das für ein Bombentyp? Amerikanische 10 Cent. Und wie war die Entschärfung? Relativ reibungslos, weil sie hat einigermaßen vernünftig gelegen. Und der Zünder ließ sich auch wiederum einigermaßen gut rausdrehen. Wie lange haben Sie gebraucht für die? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich denke, eine knappe halbe Stunde.